Herzlich willkommen zur nächsten Raubzug-Modus-Episode. Ich bin Suevo und ja, ich muss sagen, ich habe es mir jetzt letztes Mal ein bisschen intensiver angeguckt. Seht auch schon, es sind mittlerweile schon Level 6. Und zwar, was gibt's zu sagen? Ja, es gibt hier die verschiedenen Level. 1 bis, ich glaube, 12 oder sowas. 15 ist es sogar. 17, 18, 19, 20 ist es hier. Okay, also es geht hier aktuell bis 20. Das scheint sich auch zu erhöhen, wenn wir vom Level höher werden. Dann gibt es halt dieses Level für empfohlen Stufe Level 50 Bonusstufen Geisterschiff Level. Ich vermute, dass wenn man das abgeschlossen hat, dass hier unten dann noch ein zusätzlicher Schwierigkeitsmodus mit Hades freigeschaltet wird. Ja, das ist, denke ich, ganz interessant. Und hier haben wir wohl was Besonderes mit diesem Ausrufezeichen, deswegen werden wir uns das in dieser Episode angucken. Ja, Waffen haben wir auch schon mal ein paar mehr bekommen mittlerweile. Wir haben ein Gewehr bekommen und ja, unser Magnum. Die Magnum benutzen wir allerdings nicht, da war ich auch im Kampagnenmodus kein Fan von. Ja, je höher ihr Level, desto mehr Gegenstände sind im Shop vorhanden. Das stimmt definitiv auch. Und umso höher sind auch die Waffen und Co., die wir kaufen können. Das ist jetzt eine Stufe 3 Mission. Das hier ist zum Beispiel auch noch ganz interessant. Das hatten wir vorher auch noch nicht gesehen. Das sind also Minendinger. Wenn man die abschießt, kriegt man 100 Bonuspunkte. Die gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Ja, je größer und so weiter, umso mehr Bonuspunkte gibt es auch. Ist auch ganz gut und nett zu wissen, denke ich. Oh, da haben wir schon den ersten. Gucken, dass wir dem auch wirklich in den Kopf reinschießen. So, das war der erste. Hier müssen wir rum, dafür brauchen wir aber einen Crew-Quartierschlüssel. Deswegen müssen wir erstmal hier rum und uns diesen besorgen. Ist das ein explodierender? Ja, je besser man halt auch von der Präzision und Co. halt ist, umso eher kriegt man halt auch Bonuspunkte. Von diesen Bonuspunkten kann man sich halt dann im Shop ja ausrüsten. Nochmal für die, die vielleicht auch die erste Episode noch nicht gesehen haben. Und ja, diesen Genesis-Scanner oder sowas gibt es hier leider nicht. Der Rest ist aber relativ ähnlich, muss ich sagen. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Mir macht das hier bisher sogar fast mehr Spaß, weil es macht mir definitiv mehr Spaß als der Kampagnenmodus, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn es nicht so abwechslungsreich ist irgendwo. Aber es ist halt einfach ein bisschen schwieriger. Und ja, irgendwo auch ja, erfolgsbetont, sage ich jetzt mal. Mit einer Levelfunktion und allem drum und dran. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Feature für das Game. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Das hier ist jetzt halt aktuell, wie ihr schon seht, nicht ganz so schwer. Liegt aber daran, dass wir jetzt mittlerweile Level 6 sind und das hier ein Level 3 Gebiet ist. Deswegen kommen wir hier relativ gut durch momentan. Sind von der Munition her und alles relativ voll. Da unten, wie ihr sehen könnt, ist das nächste von diesen Bonuspunkten. Sogar 450 diesmal. Hinter uns ist irgendeiner gekommen. Also das ist so eine kleine Variante jetzt von diesen hier, der ein bisschen schneller rennen kann und dafür mehr Damage macht. Gibt dafür aber auch so ein Special-Zubehör-Kit, wie wir gerade gesehen haben. Oh, wer bist du? Ach du Sauhund, Mann. Was ich halt auch gut finde, ist, dass man die HP der Monster sieht und wenn man hittet, dass man auch sieht, wie viel Damage man gemacht hat. So, jetzt habt ihr gesehen, wir haben ihn in den Fuß geschossen, er fällt da hin.
Ist auch ganz nett. Ist halt alles so ein bisschen was, was mir ehrlich gesagt gefehlt hat in dem anderen Modus. Das sind halt nette Features. Trotz allem. So. Pistolenmunition, sehr gut. Können wir auch mal wieder nachladen. Da haben wir schon, okay. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Ja, die Bonuspunkte, die wir am Ende vom Level bekommen, richten sich nach der Präzision, nach den Toten und nach dem Damage, den wir generell bekommen haben. Okay, uns fehlt irgendwo ein Schlüssel. Haben wir irgendwo einen Gegner verpasst? Oder er hat einen Namen? Okay, der gibt uns den Schlüssel. Sind wir ein bisschen vorbeigeschossen eben, das ist ein bisschen uncool. Also sollten wir wirklich drauf achten, weil irgendwann hat man am Ende sonst keine Munition mehr und nichts, wenn man zu viel dumm und rumballert. Weil es ist relativ teuer, die Munition wieder aufzuladen. Des Weiteren sollte man auch gucken, dass man, wenn man hier in so einem einfacheren Ding unterwegs ist, wie wir halt momentan das der Fall ist, dass man versucht, nur die Pistole zu benutzen oder halt sich auf einen Waffentyp möglichst beschränkt, damit man dann danach im Shop nur eine Waffe wieder aufladen muss, ja, an Munition. Wenn man das jetzt halt mit mehreren machen müsste, würde das relativ schnell bitter enden. Der hier ist auf jeden Fall eine der stärkeren Varianten von der Sorte. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Auch wenn er jetzt natürlich dadurch, dass wir ihm die ganze Zeit in den Kopf schießen, nicht wirklich vorankommt. So, illegales Zubehör. Das ist im Prinzip wie im Kampagnenmodus auch. Da kann man dann seine Waffen modifizieren durch die Sachen, die wir hier bekommen. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt haben wir diesen Crew-Quartier-Schlüssel bekommen. Ganz blöde. Wenn man die nicht gleich erwischt, könnte man relativ schnell drauf gehen. Sah jetzt vielleicht nicht so aus, aber es ist wirklich so. Okay, der lebt noch. So, jetzt ist er auch tot. Immer auch gucken, dass mir keine von diesen Bonuspunkten-Teilen da verpasst. Geht ganz schnell mal. So. Weil man dann auch nicht unbedingt drauf achte. Ich denke vor allem auch jedes Mal, dass an der Decke irgendwie was ist oder so. Was aber jetzt aktuell nicht wirklich der Fall ist. So, du bist tot. So. Was wir auch noch rausgefunden, oder ich rausgefunden habe, ist, diese hier sind am besten mit Nahkampfangriffen zu töten, wie wir gerade gesehen haben. Da haben wir das letzte Mal ja relativ viel Munition liegen gelassen. Und die geben halt immer eine Waffe, die man natürlich gut gebrauchen kann. Selbst wenn man sie nur verkauft, geben die relativ viel Bonuspunkte. Also. Den können wir auch gleich schon totschießen. Oh, das war uncool. Na komm. Lass mal wieder in deinen Kopf reinschießen. Okay, dann halt nicht. Aber wir müssen jetzt quasi zurück. Wieder dahin, wo wir am Anfang den Crew-Quartier-Schlüssel gebraucht haben. So. Du bist tot. Müssen wir deinen kleinen Freund noch töten. Bei denen mache ich da nicht lang rum, damit ich in den Kopf schieße. Weil die doch relativ bitter halt, wie gesagt, sind. Wenn die einmal nah dran kommen. Von denen kommt man nämlich nicht mehr weg. Da ist keiner, den haben wir ja eben schon totgeschossen von der anderen Seite aus.
Okay. Hier haben wir auch nichts zum Hut. Das ist ganz schön blöd. So. Kommen ganz gut durch, muss ich sagen. Vielleicht kriegen wir dann sogar mal einen besseren, bessere Wertung hin als die, die wir bisher hatten. Ich weiß nicht genau, auf welcher Seite der Zombie ist. Okay, da ist einer. Das ist aber ein böser, großer. Müssen wir irgendwie schnell totschießen, bevor er auf die Idee kommt, uns doch noch was Böses zu tun. So. Da ist nix. Sehen wir noch was? Ne. Crew-Quartierschlüssel benutzt. Kann man hier rein. Und hier ist dann das Ende von dem Level. Hier ist auch keine besondere Bonuspunktgeschichte mehr. Dann können wir das kaputt machen und das Level beenden. Das wäre geschafft. Das wäre geschafft. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier an Punkten und Gedöns bekommen. Wir hatten eine Präzision von 93% und wir haben trotzdem nur einen A-Rang bekommen. Vielleicht weil wir zu langsam waren oder. Ja, weiß ich nicht genau. Ich krieg noch ein paar EP. Die Waffe haben wir bekommen. Hier ist allerdings Level 3 und wir sind schon Level 6. Dann nehmen wir lieber diese 550 Bonuspunkte mit. Drake Level 2. Das ist eine Schrotflinte, denke ich. Da haben wir noch keine von. Außerdem ist die relativ. Die gibt sau viele Bonuspunkte für so eine Waffe. Die behalten wir erstmal. Ein legendärer Fund haben wir bekommen, okay. Was auch immer das bedeutet. Muss scheinbar eine richtig gute Waffe sein. Hartgesotten. Haben wir wohl was richtig Cooles gefunden. Bringen sie eine extrem seltene Waffe an sich. Haben ein neues Outfit für sie bekommen. Das ist doch cool. Ja, gespeichert hat er auch. Gucken wir doch nochmal. Waffen. Feuert mehr Kugeln als ein normales Schrotgewehr, okay? Das ist ja geil. Dann feuert er einfach viel mehr. Hat allerdings auch nur 3 Munition. Das ist ein bisschen. Bisschen uncool, muss ich sagen. Habe ich lieber die Waffen weiterhin drauf, die wir aktuell haben. Und gucken wir mal, dass wir mal unsere Pistole nachladen. Wenn wir überhaupt genug Punkte haben. Okay, hier können wir nachladen. Ja, ihr seht schon, das ist alles dunkel. Das ist alles sehr, sehr teuer. Wir können uns weder eine Waffe leisten, noch in so ein Modifikationskit. Das hier kostet zum Beispiel 110.000. Das ist schon heftig. Ja, dann gibt es hier unten halt auch noch hier zusätzlichen Stauraum für dieses Waffenlager, mehr, dass man mehr Granaten halten kann und so weiter. Das hier müssten wir eventuell auch mal langsam in Angriff nehmen, allerdings sind 8000 Bonuspunkte schon eine ganze Menge, wie ihr eben gesehen habt. Ja, würde sagen, wir werden in Zukunft öfter so eine Folge machen, denke ich. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es täglich schaffe oder alle 2 Tage, je nachdem auch, wie sich das von den Kicks verhält. Und würde sagen, wir machen dort immer halt so eine Stufe. Und ja, würde sagen, dann beenden wir die Episode an dieser Stelle und machen dann in einer anderen Stufe weiter. Danke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!